Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihrem Hausverstand. Hey Leute, grüß euch, ich hoffe euch geht's gut. Ja, ich bin gerade in der Glocknergruppe unterwegs, seit zwei Tagen in der Glocknerstraße in dem Gebiet. Und ich habe gelesen, der Zuschauer hat gefragt, wie denn so der Westabstieg vom Spielmann zum Glocknerhaus ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Ich zeige euch einfach einmal die Tour vom Glocknerhaus auf dem Spielmann rauf. Da unten ist gerade ein wunderschöner Stausee. Und wir kommen jetzt zur Pfandlschortner und da ist nachher schon der Gipfelaufstieg. Also wer das nicht verpassen will, dranbleiben. Und wir haben auch vor, dass wir nachher noch da hinten den Verbindungsgrat gehen, um auf die Racherin und weiter auf den Wasserradkopf, keine Ahnung, was da auf uns wartet, darum habe ich ein Seil mit. Hinter mir ist der Markus. Viel Spaß, gehen wir auf den Spielmann. Ja, dann gehen wir mal auf den Spielmann, gell, Markus? Morgen. Da unten ist der Startpunkt der Tour, Glocknerhaus, Parkplatz. Was hast du gefunden? Ein Mattal. Das ist ja der westlichste Teil vom Klagenfurter Jubiläumsweg, was wir machen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Landschaft ist einfach ein Wahnsinn. Wir gehen jetzt da in die Schorten und dann da rauf auf den Spielmann. Da geht es jetzt weiter für uns. Dann da hinten um in die Schorten und an den wunderschönen See vorbei. Und dann rapidi zapidi zuck 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 auf den Spielmann rauf. Vom Spielmann haben wir dann vor, rapidi zapidi zuck zuck zuck, rapidi zapidi zuck zuck zuck, den ganzen Grat rauf gehen. Auf die Racherin. Windig ist und das Wetter schlägt um. Es ist jetzt 6:45. Ja, bis zum Mittag sollte man schon noch Zeit haben. Gegebenenfalls wird es nur ein Spielmann. Da ist jetzt richtig gut euch markiert. Nach dem kurzen Abstieg geht es wieder bergauf, aber ihr seht es, der Klagenfurter Jubiläumsweg ist ausgezeichnet, beschildert und markiert. Wir gehen jetzt in die untere Pfandlschortne und dann geht es nach rechts auf den Gipfel. Beim Aufschauen habe ich mir schon gedacht, oh, das Schneefeld könnte heikel werden, aber das kannst du alles schön rechts umgehen. Sogar da ein Weg rauf. So,
Rückblick in die Schwarten. Und gescheit ist das Schneefeld unten umgehen. Da kommt der normale Weg. Und da wird das Ganze auch umgangen. Und jetzt fällt es mir auf, gell, Markus? Selbstverständlich. Ja. Was glaubst du, heute das Wetter noch für einen Grad? Hoffen wir es. Hoffen wir es, gell? Das Regenband haben wir eh mit. Ja, genau. Nein, wird schon passen. Wenn Engel reisen, dann wird schon aushalten. Genau. Was sagst du zur Steilheit da? Ja, geht gut dahin. Höhenmeter sammeln dann mal ordentlich. Ja, ich sag nur eins: bergauf ist schnauf. Vielleicht, wenn es nass ist, nicht so ideal da im Gatsch. Im Lunga ist noch schöner. Ja, vor allem nicht so windig. Da vorne sieht man jetzt schon Gipfel. Weil das nicht mehr. Jetzt sieht man da vorne erstmals das Spielmannkäse. Ich habe mich ja selber schon oft gefragt, wie schwer das da oben ist. Weil ganz oben vom Gipfel sieht man Seilversicherung. Wir sind jetzt 10 Meter unter dem Gipfel. Bis da rauf ist wirklich alles Gehgelände. Und da ist seilversichert. Die letzten 10 Meter. Oben am Gipfel zeigen wir euch das Panorama. Und dann gibt es ein Resümee. Das Stöhl. Klettert der Markus vor, gebt ihm mal einen Daumen. Nach oben oder unten, je nachdem wie es euch gefällt. Ganz einfach, oder? Ja. Ja. Und schon haben wir es geschafft, sagt er. Schaut das aus der Handperspektive aus. Einmal aufgestimmt. Bisschen rutschig. Und schon ist es geschafft. Genau. Und man steigt da wirklich genau beim Gipfelkreuz aus. Voll cool. Also das sind vielleicht 5 Höhenmeter. Da seilversichert ist da rauf. So, da waren wir wieder mal da. Geh geil.
Ja, heute nicht so schön Wetter wie das letzte Mal, wenn ich da war. Dafür kannst du heute auch keine Skitour mehr gehen. So Leute, das war also jetzt die Tour auf dem Spielmann rauf. Knappe 1000 Höhenmeter vom Glocknerhaus. Ganz um die letzte Stelle, seilversichert. Der Rest ist wirklich ganz einfach. Wer sich da nicht sicher ist, nehmt euch ein Klettersteigset mit und nachher kommt da auch wirklich jeder rauf. Und wir probieren jetzt dann, wie gesagt, die gerade Überschreitung. Probieren wir zumindest einmal. Erster Eindruck, ziemlich splittrig zum Aufpassen, aber es gibt ein paar Steigspuren, also es wird begangen und die Stimmung ist genial. So eine geile Stimmung. Juhu! Oben drüber. Bergheil vom Spielmann. Da sind wir jetzt herum, insgesamt schon zum zweiten Mal. Wir waren vorher den Grat eingestiegen Richtung Racherinumme. Aber ihr seht es, es ist neblig und die Gewitterwolken türmen sich mehr und mehr auf. Dann haben wir gesagt, safety first, wir gehen den Grat wieder retour, stehen dann wieder herum. Jetzt dann gehen wir da oben. So ist die Aussicht da. Man sieht nicht viel. Nur ein Bergsteiger. Gewaltig. Also oben am Gipfel habe ich gesagt, ich zeige euch beim Abstieg auch ein paar Sequenzen. Habe ich nicht gemacht. Wir sind zuerst im Nebel dahin gekirscht. Mittlerweile ist das Wetter wieder besser geworden. Das hört man wieder, wie kurzfristig und schnell sich in den Berg alles ändern kann. Also waren wir gegangen in Grat und wenn er machbar gewesen war, dann hätte man problemlos geschafft, ohne dass ein Wetterkämmer war. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter und wir haben ihn halt bei dem Punkt noch umdreht, wo man gut umdrehen hat können. Auf jeden Fall mache ich jetzt auch gleich ein Resümee zur Tour auf dem Spielmann vom Glocknerhaus auf und oben. Grundsätzlich nichts dabei, nehmt euch gegebenenfalls ein Klettersteigset mit für die letzten Meter. Höhen braucht es da eigentlich auch keinen. 10 Kilometer sind es hin und retour und mit Gegenanstieg ungefähr 1200 Höhenmeter. Landschaftlich ist es extrem beeindruckend da. Der Klagenfurter Höhenweg West, das ist das Ende, die Endetappe, wenn du zum Glocknerhaus gehst. Das ist voll schön, voll gemütlich zum Gehen. Sehr mal schauen. Und so ist man halt ewig lang da unterwegs. Ja, das war's gewesen. Bewertet das Video, Daumen auf, Daumen oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht da habt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vor allem, wenn ihr nicht
ein Video wieder mit Markus verpassen wollt. Fiert euch, seid's geil. Bergheil. Ciao, ciao, Bergheil bleibt's geil, das hat er gemacht. Ja, genau. Das Bergheil hat er übersehen, er hat nur gesagt, bleibt's geil.